An diesem Wochenende steigen auch SPD und Union mit in die Sondierungen ein. Und vor allem die Union tut sich ziemlich schwer. Nicht nur ein Jamaika-Bündnis ist in den eigenen Reihen umstritten, sondern auch der eigene Kanzlerkandidat. Der Rückhalt für Armin Laschet schwindet. Friedrich Merz bringt sich angeblich schon wieder in Stellung für den Posten an der Parteispitze. Und mit Norbert Röttgen fordert jetzt auch ein CDU-Präsidiumsmitglied eine personelle Neuaufstellung. Die Feierstimmung beim Geburtstag von Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber, die war entsprechend eher dürftig. Viktoria Schulte berichtet. Die Union kann es nicht lassen. Statt nach der Wahlschlappe Zusammenhalt zu demonstrieren, geht es selbst beim 80. Geburtstag von Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber, heiß her. Armin Laschet verteilt scharfe Spitzen gegen seine Kritiker. Erinnert sich in seiner Rede daran, wie die Union damals mit Krisen umging. Und je mehr die Attacken waren, desto mehr stand die Union zusammen. Markus Söder hat das eben auch aufgegriffen, das wäre eine gute Tugend für heute auch. Loyalität, Kritik nach innen. Doch nicht nur innerhalb der CSU bröckelt die Rückendeckung für Laschet. Auch eigene Parteikollegen stellen sich gegen ihn. CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen würde Armin Laschet wohl am liebsten nicht länger an der Parteispitze sehen. Jeder wisse, dass Hauptgesprächsgegenstand im Wahlkampf die fehlende Akzeptanz des Kandidaten gewesen sei. Es reiche aber nicht, nur eine Person auszuwechseln. Der Erneuerungsprozess muss umfassend sein. Partei, Fraktion, Inhalte, Kommunikation, Personal. Und dieser Prozess muss stattfinden, unabhängig davon, ob wir Regierung werden oder in die Opposition gehen. Wenn das klar ist, müssen wir auch über eine personelle Neuaufstellung sprechen. Laschet muss weg. Das sehen auch viele Bundesbürger so. Denn schon wieder gibt es neue miese Umfragewerte für den Kanzlerkandidaten. Fast zwei Drittel sind der Meinung, dass Laschet als CDU-Parteivorsitzender zurücktreten sollte. Das finden selbst 62% der Unionsanhänger. Und mit 59% spricht sich eine Mehrheit der Befragten für eine Ampelkoalition aus. Schwierige Voraussetzung also, Jamaika noch durchzusetzen. Morgen Abend jedenfalls startet die Union einen Versuch und trifft sich mit der FDP. Wir schauen vor den Reichstag, von dort zugeschaltet Daniel Franz. Daniel, also der Druck auf Armin Laschet, der wächst jetzt sogar aus der CDU-Führung. Wie lange kann er sich noch halten? Tja, wenn man sich das anhört, also noch deutlicher kann man eine Rücktrittsforderung ja eigentlich nicht stellen. Dazu kommt die noch aus seinem eigenen Landesverband. Röttgen ist ja NRW-CDU-Mitglied. Also das ist natürlich schon so, dass die Einschläge für Armin Laschet immer näher kommen. Aber was ihn momentan noch an der Macht hält, das muss man ganz klar sagen, sind eben die Aussichten auf eine Jamaika-Option. Denn dafür steht er ja. Er kann ja sehr gut mit der FDP, mit Christian Lindner schon lange zusammengearbeitet, in NRW eben auch als Ministerpräsident. Und solange diese Option noch auf dem Tisch liegt, solange, denke ich, wird er sich an der Spitze der CDU auch noch halten können. Und ja, die Frage ist jetzt, wie geht es die nächsten Tage weiter? Die Sondierungen beginnen ja. Die Frage ist natürlich auch, wie sehen das die anderen Parteien, die an diesen Sondierungen teilnehmen? Denn ein Verhandlungsführer an der Spitze, der derart angeschossen ist, muss man ja schon sagen, der hat es natürlich auch schwer, bei Sondierungen seine Themen durchzubringen, muss möglicherweise viele Zugeständnisse machen. Und da fragen sich natürlich die anderen Parteien, ist er dazu überhaupt noch in der Lage? Also die nächsten Tage und Wochen werden für Armin Laschet entscheidend. Jetzt bringt sich ja einer in Stellung, angeblich muss man sagen. Man hat ein bisschen das Gefühl, und täglich grüßt das Murmeltier, Friedrich Merz will wohl noch mal antreten als Parteichef. Hat er sich schon selbst dazu geäußert, zu diesen Meldungen? Ja, er hat sie dementiert in einem Tweet, aber da muss man schon ziemlich genau zwischen den Zeilen lesen. Er sagt, jetzt stünden erst einmal die Sondierungen mit FDP und Grünen an und da hätte Armin Laschet seine volle Unterstützung. Er sei auch der gewählte Parteivorsitzender und alles andere sei Spekulation und zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielführend. Also da steckt natürlich einiges drin. Zum einen, wie angesprochen, eben diese Machtoption Jamaika, die man jetzt erst einmal abwarten will, aber wenn es eben nicht dazu kommt, tja, dann kann es natürlich schon eine Debatte gehen. Wer wird denn jetzt der nächste CDU-Vorsitzende? Und auch dazu hatte sich Friedrich Merz in den Tagen zuvor schon geäußert und meinte, na, er hätte sich jetzt schon zweimal bei Parteitagen sozusagen dem Establishment gestellt, so hat er das formuliert. Und das würde er sicherlich nicht nochmal machen wollen. Das lässt aber wieder eine Hintertür offen, nämlich die Basisbefragung, also ein Mitgliederentscheid der Union möglicherweise für den nächsten CDU-Parteivorsitzenden. Und da
hätte Friedrich Merz deutlich bessere Karten. Das wird ja auch schon wieder ins Spiel gebracht von Carsten Linnemann beispielsweise, Vorsitzender der Mittelstandsunion, der eben genau das möchte und sagt, jetzt muss eben mal die Basis ran. Wenn man hier wirklich die Partei ganz neu aufstellen will, dann muss man die eben auch von unten neu denken. Tja, und wenn natürlich Friedrich Merz dann bei so einer Option wieder Chancen sieht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann wieder antreten will.